Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans, nach einem aufregenden Qualifying-Tag hier am Hungaroring. Ja, was war los? Lewis Hamilton hat Pole Nummer 101 geholt, je nachdem, ob man jetzt die Sprint-Pole in Silverstone dazuzählt oder nicht. Wir nehmen die offizielle Statistik und er könnte damit Sieg Nummer 100 einfahren morgen hier am Hungaroring. Es wäre sein 9. Sieg auf dieser Strecke, auch das wäre Rekord. Also das ist schon wirklich beeindruckend, was Lewis Hamilton abliefert. Damit aber genug der Zahlenspiele. Es geht nämlich nicht um die Leistung an sich, um die Zahlen, sondern es geht darum, wie er dahin gekommen ist. Zunächst mal, es ist, glaube ich, relativ überraschend, dass wir hier Mercedes vorne sehen. Damit haben nur die wenigsten gerechnet. Red Bull war hier ganz klarer Favorit aufgrund der Streckencharakteristik. Andererseits muss man sagen, Mercedes hat auch in der Vergangenheit hier so oft gewonnen. Also so eine richtige Red Bull-Strecke ist es dann doch auch nicht. Aber Red Bull war tendenziell in den letzten Jahren immer ein bisschen stärker hier als auf anderen Rennstrecken. Mercedes hat ja in Silverstone dieses Upgrade gebracht und da hat man sich gefragt, ist das jetzt nur in Silverstone so gut, weil Mercedes da traditionell so stark war, oder macht das den Silberpfeil generell schneller? Mercedes sagt, die Zahlen waren jetzt nicht so eindrucksvoll, was den Abtrieb angeht, aber insgesamt hat es das Auto dann schon so verbessert, dass man glaubt, dass das hier auch mit ein ausschlagender Grund war, wieso man auf der Pole steht. Trotzdem, auch das stand nicht im Fokus. Es stand eher dann das Q3 im Fokus, wie Lewis Hamilton zur Pole Position gekommen ist, respektive möglicherweise Red Bull und Max Verstappen von der Pole abgehalten hat. Denn wir haben ganz klar gesehen, der letzte Lewis Hamilton war nach dem ersten Versuch im Q3 vorne und vor dem letzten Versuch im Q3, da kam es dann zu einer kuriosen Szene. Valtteri Bottas hat den Train erstmal angeführt, also die letzten vier sind als letzte auch auf die Strecke gegangen, die Top 4 sind als letzte auf die Strecke gegangen im Q3, angeführt von Valtteri Bottas, dann Lewis Hamilton und dahinter Max Verstappen und Sergio Perez. Die Kameras, die haben sich nicht darauf konzentriert, was die anderen auf ihren schnellen Runden machen, sondern was die vier auf ihren Outlaps machen. Und da sind alle ganz schön gebummelt. Man hatte so das Gefühl, Max Verstappen wollte ein bisschen schneller und er wollte auch an Lewis Hamilton vorbei, aber dann hat Lewis immer wieder ein bisschen angezogen und so sind sie dann in den letzten Sektor reingefahren und man sah schon auf der Uhr, oh, das wird verdammt knapp. Sergio Perez, der war letzter in dieser Schlange, der hat es dann tatsächlich auch nicht mehr rüber geschafft über die Linie und alle anderen hatten dann einigermaßen kühle Reifen, also keiner konnte sich von denen so richtig gut vorbereiten auf die schnelle Runde, was Reifentemperaturen angeht. Und jetzt war natürlich der Vorwurf im Raum, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas hätten da gemeinsame Sache gemacht, hätten Red Bull aufgehalten, damit die diesen Versuch gar nicht mehr schaffen können. Lewis Hamilton hat das in der FIA-Pressekonferenz anschließend vehement dementiert, meinte, wer so etwas sagt, der verstünde von dem Sport nicht und er hätte das auch gar nicht nötig, er sei gut genug, er wüsste schon, wie man so ein Auto fährt und da braucht er solche Taktiken gar nicht erst anwenden. Die Frage ist, stimmt das, was Lewis Hamilton uns da erzählt hat, oder ist das ein Ammenmärchen? Hat er wirklich langsam gemacht? Denn ich muss zugeben, auf den ersten Bildern habe ich das auch gedacht und das sah schon ein bisschen danach aus, als hätte man dann Spielchen gespielt, aber nur, weil man die Outlaps davor nicht gesehen hat in der Qualifikation. Ich habe mir die Sektorzeiten alle ganz genau angeschaut und da kommt raus, Lewis Hamilton war auf dieser Outlap nicht langsamer als auf seinen Outlaps davor. Er war sogar ein bisschen schneller im zweiten und im dritten Sektor. Im ersten Sektor gibt es immer keine genaue Zeit, weil es eben die Outlap ist, da kommt man ja aus der Boxengasse raus. Insgesamt war aber definitiv nicht langsamer als auf seinen anderen Outlaps. Wer mir das jetzt so nicht glauben will, ich habe alle Zeiten auch mal in eine Tabelle eingefügt und das könnt ihr bei uns auf der Website nachlesen. Dazu muss man sagen, das Problem war eigentlich nicht Mercedes, das Problem war Red Bull. Es ist eigentlich ein klarer Taktikfehler gewesen, denn Red Bull hatte bis dato immer deutlich schnellere Outlaps, um die Reifen ins optimale Betriebsfenster zu kriegen. Und dass man dann so spät im Training, im Zeitring, direkt hinter Mercedes auf die Strecke geht, das war das Todesurteil. Man hätte Max Verstappen und Sergio Perez vor Mercedes rausholen müssen, dann hätten sie ihre eigene Pace fahren können und dann wäre man gar nicht Gefahr gelaufen für solche Spielchen, die es ja eigentlich auch nicht gab. Also da muss man die Schuld ganz klar von Mercedes weisen und Red Bull fragen, was haben sich die Strategen dabei gedacht. Man will immer die letzten Sekunden die besten Streckenverhältnisse ausnutzen, aber es ging mal wieder in die Hose, wie so oft, zumal Windschatten hier auf dieser Strecke überhaupt kein Thema ist. Also da würde ich den Fehler eher bei Red Bull suchen. Das Ganze gab nach dem Qualifying dann auch Buhrufe von den Tribünen für Lewis Hamilton. Manche sagen extrem unsportlich, andere sagen, naja, das ist Sport, das gehört irgendwie auch dazu. Man muss sagen, es gab sehr, sehr hitzige Diskussionen natürlich in den vergangenen Wochen. Da ist es auch so ein ganz klein bisschen verständlich, aber es ging oftmals unter die Gürtellinie. Und für all die, die sich da nicht beherrschen können bei den Diskussionen, habe ich jetzt ein wunderschönes Bild. Ich habe diese Familie heute in der Früh im Hotel getroffen. Die Mutter McLaren-Fan, der Vater Ferrari-Fan, die Kinder, eins Max Verstappen-Fans, andere Lewis Hamilton-Fan und die Familie ist wunderbar drauf. Also da hat das auch funktioniert. Nehmt euch da vielleicht mal ein Beispiel und seid lieb zueinander. Max Verstappen hat aber gesagt, naja, ob Bummelei da jetzt ja oder nein, optimale Reifenvorbereitung ja oder nein, 0,4 war am Ende hinter Lewis Hamilton. Das ist eine ganze Menge und das hätte er auch sonst nicht rausgeholt. Der konnte ja seine Runde noch starten, im Gegensatz zu Sergio Perez.
Man hat aber Max Verstappen schon angemerkt, dass der ziemlich genervt ist. Tom Clarkson, derjenige, der die offiziellen FIA-Pressekonferenzen leitet, hat schon mit einer Frage angefangen dann, wie es denn ist jetzt, Zweikampf gegen Lewis Hamilton nach allem, was passiert ist. Und dann ist Max Verstappen fast ausgerastet. Ich glaube, das kann man so sagen. Wurde da richtig heftig auch in seiner Wortwahl und hat schon recht deutlich zu verstehen gegeben, dass er da überhaupt keinen Bock mehr hat, drüber zu sprechen, nachdem er jetzt 2 Wochen drüber sprechen musste. An der Stelle sei vielleicht gesagt, man ist ja auch ein bisschen selber schuld mit dem Right of Review, das man von Red Bull-Seiten angestoßen hat, wurden die Diskussionen natürlich nicht weniger. Also das hat man sich ein bisschen selbst eingebrockt. Und da vielleicht noch eine ganz nette Anekdote. Die FIA hat da hinten so eine Hospitality und die hat gläserne Wände. Da sieht man immer, was drin vorkommt. Und heute Morgen habe ich da drin gesehen, wie Sean Todd und Christian Horner miteinander gesprochen haben. Angeblich sollen sie sich zufällig begegnet sein, aber es hat schon so ein bisschen einen Anschein gemacht, als hätte Sean Todd da Christian Horner zu sich zitiert, nach dem, was da in der Vergangenheit vorgefallen ist. Und wir haben ja dieses Statement der Stewards auch schon ausführlich miteinander besprochen. Sergio Perez, der startet auf Position 4, obwohl er die Runde nicht hinbekommen hat. Der war ein bisschen weg von der Pace, aber im finalen Q3, auch ohne die letzte Runde, hat es einigermaßen funktioniert. Also der könnte Max Verstappen eine Hilfe sein. Was hingegen keine Hilfe sein könnte, ist natürlich der Reifen. Denn Mercedes hat sich auch noch auf den Medium-Reifen im Q2 qualifiziert. Das konnte sich Red Bull bei der Pace nicht erlauben, musste dann sicherheitshalber die Soft draufschnallen. Und das könnte natürlich schon für das Rennen ein kleiner Nachteil sein, könnte aber auch ein kleiner Vorteil zumindest am Start sein. Da bin ich schon gespannt, wie es zur Sache geht, ob Max Verstappen vielleicht die Brechstange auspackt, weil er weiß, dass am Start seine einzige richtige Chance möglicherweise ist. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Es ist vorne an der Spitze angerichtet, aber auch weiter hinten gibt es spannende Geschichten. Unter anderem Mick Schumacher. Der hat im dritten freien Training das Auto weggeschmissen, so stark beschädigt, dass er dann im Qualifying gar nicht mehr fahren konnte. Es war eine Sache von Minuten, fast hätte es das Team noch geschafft. Getriebewechsel musste aber sowieso sein. Dadurch letzte Startposition eigentlich schon garantiert gewesen. Deswegen war es jetzt nicht mehr so schlimm, dass er da nicht gefahren ist. Aber der Schaden war natürlich immens. Ungefähr 500.000 hat uns Günther Steiner vorher gerechnet, ist da wieder kaputt gegangen. Es war ein heftiger Einschlag, über 30 G. Mick Schumachers heftigster Unfall in der Formel 1. Ihm geht es aber gut. Wie ist es dazu gekommen? Der Fehler selbst war gar nicht in der Kurve zu suchen, sondern vielleicht schon davor. Am Ausgang der Schikane von Kurve 7, bisschen Wheelspin, Reifen überhitzt, dann in Kurve 9 nochmal ein kleiner Fehler. Der hat ihn gar nicht so überrascht, hat das ganze Wochenende schon zu kämpfen. Dadurch die Oberflächen der Reifen überhitzt, dann in Kurve 11 überhitzte Reifen und eine kleine Windböe und dann ist er eben draußen gelandet. Also ein bisschen unnötiger Fehler, weil es natürlich im dritten freien Training war. Sollte nicht passieren, kostet viel Geld. Günther Steiner wurde auch relativ deutlich. Den hat das ziemlich angekotzt, die ganze Geschichte. Er meinte 10 von 10, so genervt ist er jetzt von der Sache inzwischen. Er hat sich dann schon ein bisschen beruhigt gehabt am Abend, dann war es nur noch 5 von 10. Aber insgesamt natürlich etwas, was Mick Schumacher nicht passieren sollte, weil es eben jetzt in der Zwischenzeit auch ziemlich gehäuft vorkommt, dass er das Auto wegschiebt und mit nicht allzu kleinen Schaden. Nikita Mazepin hingegen wurde von Günther Steiner dann gelobt. Der macht zwar auch ein bisschen Scheiße, aber der dreht sich meistens nur und beschädigt das Auto bei der Gelegenheit nicht. Also kann sich Mick Schumacher auch mal ein Beispiel an dem Teamkollegen, an Nikita Mazepin nehmen. Abflug, gutes Stichwort. Carlos Sainz ist im Qualifying auch abgeflogen. Der sah sehr, sehr komisch aus, der Unfall. Ist natürlich ärgerlich, weil sich Ferrari hier viel ausgerechnet hat. Auch wenn es am Ende nicht ganz so gut läuft. Charles Leclerc auch ein bisschen enttäuscht mit P7. Er hat uns erzählt, er wusste einfach nicht, wie er abgeflogen ist. Er musste sich das dann alles anschauen, er musste sich die Daten anschauen und dann war er beruhigt, weil er hat sich erst so über sich selbst geärgert, aber er ist tatsächlich mit 5 km/h weniger in die Kurve reingefahren als in der Runde zuvor und trotzdem ist das Auto abgeflogen. Was war los? Eine Windböe hat ihn erwischt, die Windböe war ziemlich erheblich und dann war er chancenlos, war nur noch Passagier und deswegen ist er abgeflogen. Also eine Windböe bei Carlos Sainz, eine Windböe bei Mick Schumacher, alles natürlich immer in Verbindung zu sehen. Sie wollen es alle nicht als Ausreden auch hernehmen, es ist nur eine Erklärung, die mit dafür verantwortlich ist, für diese Abflüge. Sebastian Vettel hat es in die Top 10 geschafft, startet von Platz 10, hat dadurch keine freie Reifenwahl, also das könnte ein bisschen knifflig werden, das Rennen für ihn morgen, aber nichtsdestotrotz ist es angerichtet und unser Blick geht natürlich vor allem vorne auf die Spitze. Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, das nächste Kapitel wird sicherlich geschrieben.